Und es geht weiter mit Let's Play. Stronghold, Crusader, Mission Nummer 46, der Albtraum. Zwei Gegner sind noch übrig, Löwenherz und Saladin. Löwenherz ist keine Bedrohung, aber Saladin, ja, hat sich ein bisschen eingebunkert. Aber nichts, was man nicht mit einer ansehnlichen Menge berittener Bogenschütze regeln könnte. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Da müsste auch demnächst schon der erste Käse kommen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Passt. Dann könnte ich sogar auch noch Eisen abbauen. Ah, seht ihr? Ersten drei Käse sind da. Ersten vier. Käseproduktion ist die langsamste aller Produktionen, aller Nahrungsmittelproduktionen. Aber man kann halt dann auch entsprechend noch die Kühe zum Herstellen von Leder verwenden. Wie viel sind's? Ach, guck mal hier, schöner Bug mit dem Pferd. Okay. Dann speichere ich jetzt mal an dieser Stelle. Speichern. Jetzt geht gleich der Beschuss los. Schuss geht los. Eure Beliebtheit sinkt. Eine Nachricht von Saladin. Wenn ich mich so umsehe, fühle ich mich nicht besonders wohl. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Okay, das passt. Ich muss jetzt eben mal noch eine Schenke bauen. Weil es dann leider doch nicht gereicht hat. Eine Nachricht von Saladin. Ich bin nicht rachsüchtig. Wenn ihr mein Gefangener seid, sollt ihr leben. Vielleicht werde ich mein Kamel zählen. Eine Nachricht von Saladin. Ja, pass. Diese Situation scheint so kann man es auch machen. Wo ich mich durchschnitzeln soll. Ein Flammenwerf habe ich ja gar keinen Bock. Dass er da steht und zu doof ist, hier hinzulaufen. Lass mich jetzt halt einmal komplett durch das ganze Zeug durchhauen. Hat er noch Nahrungsmittel? Ja, hat er tatsächlich. Oh, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Ah, aber die Käseproduktion. Ihr könnt die das läuft. Nicht platzieren, my Lord. Schön, dass die Hühner da immer herumstreuen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Sieg! Der Löwe kann wieder brüllen. Ratsch, was hat er kaputt gemacht? Eure Beliebtheit steigt. Was hat er kaputt gemacht? Eine Nachricht von Saladin. Oh, ihr seid mir in der Tat ein Dorn im Auge. Keine Ahnung. Eine Nachricht von Saladin. Ihr seid mächtig in der Schlacht. Doch seid okay, auf geht's zum Löwenherz. Ich ergebe mich eurer Gnade. Traurige Endspiel hier. Okay, es wird eine langsame, eine schnelle letzte Episode dieser Mission. Al-Farasulada.
Piratenplanen erfahren. Die kommen hier nicht weit. Mauler, eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Lelmaj, Elal Amam. Lissesam. Eine erträgliche Auffallung. Akira, du Halle. Dacha, Tumpe. Salantafa. Ja, das ist schon fast traurig. Alle rein. Dies war's. So wurde ich besiegt und meine Knochen müssen ohne eine richtige Mauer. Ja, ohne meine Burg wirklich den Bergfried zu komplettieren. So, wir haben ein bisschen auf die Sets gespannt. Getötete feindliche Einheiten, 1500. Ja, war nicht so viel, weil die Gegner auch irgendwie nicht so richtig in die Pötte gekommen sind. Verlorene Einheiten, da war ich schon ordentlich dabei. Erwirtschaftetes Gold war auch gut. Saladin hat nicht schlecht gewirtschaftet, genauso wie das Schwein. Aber Löwenherz ist halt überhaupt nicht rangekommen. Nahrungsmittel habe ich halt erst ganz am Ende. 133 Käse erwirtschaftet. Holz, ich mit Abstand am besten, auch nicht schlecht. Stein, ich tatsächlich auch noch am besten, obwohl ich relativ spät damit angefangen habe. Aber hier sieht man es ganz klar. Eisen, das, was uns hier den Goldreichtum gebracht hat, das war definitiv hier das Eisen. Pech, Produktion, Schwein tatsächlich, welches produziert. Saladin auch. Löwen wir jetzt nicht, der produziert das aber glaube ich nie. Sondern kauft das immer nur. Waffenproduktion, erst sehr spät damit angefangen, aber immerhin 264 und natürlich auch hochwertige Waffen. Armbrüste dauern, glaube ich, bei allen Waffenproduktionen am längsten. Auch die höchste Bevölkerung. Saladin aber mit 90 auch echt gut dabei. Kann man echt nichts anderes sagen. Zerstörte Gebäude, ja. Verlorene Gebäude. Wir haben 8 Gebäude insgesamt verloren. Der Löwenherz hat uns am Ende irgendwann nochmal ein Gebäude weggehauen. Ich weiß allerdings nicht, welches das war. Ich hätte auf einen Steinbruch getippt, aber da haben wir ja nachgeguckt, da war nix. Stellte Truppen 780, ja, gut. Schön. Gut, liebe Leute, dann war's das mit dieser Mission. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, dann sind wir im Jahr 2058 und dann geht's um die Mission Die verlorene See. Wir hören uns, macht's gut, bis dahin, ciao.